Die Mannschaft von Borussia Dortmund bereitet sich jetzt auf das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München vor. Auch das Team von Sportlive wird am kommenden Wochenende, am Samstag und auch am Sonntag im Einsatz sein. Unsere Teams werden in der Dortmunder Innenstadt in der Westfalenhalle vor Ort sein und werden Ihnen sicherlich schöne Bilder mitbringen. Alles Wichtige, was in Dortmund passiert, können Sie dann auch im Live-Ticker auf ruhrnachrichten.de verfolgen. Freuen Sie sich auf ein geiles Wochenende mit ruhrnachrichten.de und sportlive-tv.de. Und blicken Sie jetzt noch einmal zurück auf das letzte Jahr, wo wir für Sie unterwegs waren. Dortmund führt 4:1! 4:1! Wer hat denn damit gerechnet? Sensationell! Und das Bier fließt hier in Strömen! Und wenn ich Ihnen jetzt sage, wie will man das denn toppen, wenn der morgige Meisterchor so durch Dortmund... Dortmund ist aufgegangen, auch hier auf dem Hansaplatz ist eine Riesenparty. Und ich muss ehrlich sagen, liebe Zuschauer, es ist sensationell. Ganz Dortmund liegt sich in den Armen. Dortmund ist DFB-Pokalsieger am 12. Mai. Genießen Sie jetzt diese Atmosphäre aus der Westfalenhalle Dortmund. Dortmund ist verdienter DFB-Pokalsieger und da bin ich mir sicher, das teile ich mir mit mehreren tausend Fans hier aus der Halle. So wird das gemacht, so wird das gemacht, so wird das gemacht. Viel einfacher, wenn ich mitsingen, ich kann ich euch noch erzählen sollen. Und jetzt gleich ist es soweit. Dann wird der Friedensplatz nochmal so richtig jubeln. Und ich warte da nicht drauf, dass der Pokal übergeben wird. Ja, und hier kann ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich höre jetzt einfach nur noch zu. Freuen Sie sich auf ein schwarz-gelbes Wochenende hier bei uns im Internet.